Hallo liebe GamePro-Leser und herzlich willkommen zu unserem Video von Midnight Club 3. Leider haben wir die Testmuster des Spiels nicht rechtzeitig vor dem Redaktionsschluss der letzten DVD erhalten. Aus genau diesem Grund liefern wir euch an dieser Stelle die bewegten Bilder nach. Den Anfang machen wir mit der Xbox-Version des Spiels. Die Spielmechanik von Midnight Club 3 ähnelt denen der Vorgänger, erinnert aber auch ein wenig an Need for Speed Underground 2. Im Karrieremodus befahrt ihr die drei Städte San Diego, Atlanta und Detroit völlig frei und sucht andere Fahrer, die ihr zu einem Rennen herausfordern könnt. So verdient ihr euch Geld, um neue Fahrzeuge zu kaufen und diese nach allen Regeln der Kunst aufzumotzen. Die eigentlichen Rennen laufen dann ähnlich wie bei Midnight Club 2 ab. Ihr müsst wieder alle Checkpoints erwischen, die durch gelbe Rauchsäulen markiert sind. Welchen Weg ihr dabei wählt, steht euch jedoch völlig frei. So könnt ihr zum Beispiel Abkürzungen suchen, um der Konkurrenz zu entkommen. Habt ihr einen der sechs Gegner vor euch, solltet ihr den Windschatten ausnutzen. Auf diesem Wege ladet ihr nämlich die Nitro-Anzeige rechts im Bild auf, um dann einen Geschwindigkeitsschub auszulösen. Hier hänge ich mich an den Führenden dran und setze mich anschließend dank des Nitros an die Spitze. Ihr schlagt euch jedoch nicht nur mit den Gegnern, sondern auch mit unbeteiligten Verkehrsteilnehmern herum. Die Straßen der drei US-Städte sind nämlich äußerst dicht befahren. Ständiges Ausweichen, auch vor Laternenpfählen, ist also Pflicht. Im Gegensatz zur Konkurrenz von Electronic Arts bleibt euch im Midnight Club 3 die Fahrt zur Werkstatt erspart. Ihr könnt nämlich jederzeit über das Menü zum Tuning wechseln. Die Auswahl ist dabei riesig. Ihr könnt euer Auto zum Beispiel mit vielen Aufklebern verschönern, diverse Lacke auftragen oder anderen Tuning-Schnickschnack einbauen. Hier seht ihr unser Spaßmobil in Metallic Blau mit Flammenaufklebern, blauen Felgen und GamePro-Schriftzug. Ihr könnt euer Auto jedoch nicht nur äußerlich verändern, sondern auch die Leistung verbessern. Dazu geht ihr einfach in die Tuning-Werkstatt und legt ein paar PS obendrauf. Ein großer Vorteil, den Midnight Club 3 gegenüber der Tuning-Konkurrenz hat, ist die Möglichkeit, Motorräder zu steuern. Die Entwickler haben dabei eine wichtige Sache überarbeitet. Das Kollisionsverhalten ist deutlich großzügiger als noch beim Vorgänger. Stürze gibt es also nur noch selten, ihr müsst schon mit hohem Tempo an einer Kante hängen bleiben, um aus dem Sattel zu steigen. Die Steuerung der Bikes ist genau wie die der Autos sehr arcade-lastig. Realismus in Sachen Fahrphysik bietet Midnight Club 3 kaum. Wäre bei einem Rennspiel dieser Art aber auch fehl am Platz. Die Grafik des Spiels macht einiges her. Auf der Xbox werden die drei riesigen Städte fast flüssig dargestellt, Ruckler sind eher selten. Vor allem das Geschwindigkeitsgefühl kommt hervorragend rüber, wie ihr auf diesen Bildern sehen könnt. Außerdem glänzen die Städte mit der authentischen Architektur. Viele Gebäude haben einen Wiedererkennungswert. Nun zeigen wir euch die PS2-Version des Spiels, die der Xbox-Fassung technisch leicht hinterherhinkt. Die Grafik ist etwas ruckelanfälliger und gröber aufgelöst. Wer also die Wahl hat, der greift zur Xbox-Version. Die PS2-Fassung macht für sich gesehen aber auch eine gute Figur. Damit ihr den direkten Vergleich ziehen könnt, haben wir auf beiden Systemen die gleiche Strecke aufgezeichnet. Links im Bild seht ihr die Xbox-Fassung, rechts die PS2-Version. Midnight Club 3 hat uns sehr gut gefallen und setzt sich aufgrund der fahrerischen Freiheit, der eingängigen Steuerung, dem tollen Geschwindigkeitsgefühl und dem umfangreichen Aufmods-Part an die Spitze der Tuning Racer.